Also ich bin Fernseh- und Action-Junkie schon immer gewesen. Ob das Kino war oder halt abends vor der Glotze, habe ich immer gerne gesessen. Und mein Fable waren immer Actionfilme, Actionhelden. Das hat mich fasziniert. Und ich habe oft in meinem eigenen Kopf gedacht, könntest du das auch? Diese Rolle würde ich gerne spielen. Der wäre ich gerne. Wohne wie jeder junge Kerl. Und das hat sich zugespitzt, indem ich halt, als ich in den USA gelebt habe, Ende der 90er auf die Schauspielschule gegangen bin. Erst ohne wirklich große Ambitionen, aber ich bin da dann immer mehr reingewachsen, sehr schnell. Das hat mich interessiert. Losgelegt praktisch habe ich dann noch nicht, weil ich irgendwie noch nicht das Gefühl hatte, es ist jetzt soweit. Kann ich wirklich nicht besser erklären. Und Ende 2009 bin ich dann ein bisschen durch meine Schwester, die halt seit 15 Jahren Schauspielerin ist, wirklich durchgestartet, endlich. Und habe da am ersten Drehtag gemerkt, das ist es. Es ist genau der richtige Zeitpunkt und das ist genau das, was ich machen will. Und dann ging es entsprechend auch sehr schnell nach vorne. Ich mag die Arbeit am Set. Das macht mir großen Spaß, halt eine Rolle zu spielen und in andere Personen zu schlüpfen. Parallelen zu finden zwischen dieser gespielten Person und mir selbst natürlich auch. Und ich würde lügen, wenn ich sage, mir gefällt nicht, es nicht bekannt zu sein. Also schon jetzt werde ich oft erkannt und das gefällt mir einfach. Aber natürlich am meisten, wenn die Resonanz positiv ist, wie man sagt, Mensch, ich habe das und das von dir gesehen und ich fand das einfach super. Ich habe nicht umgeschaltet in der Werbepause, ich bin dabei geblieben. Und das ist das größte Lob für einen Schauspieler, wenn die Leute sagen, ich habe das gesehen und ich fand es toll. Ich lege mich freiwillig fest. Also ich lasse mich nicht festlegen, ich mache es von mir aus. Ich weiß, dass ich halt den harten Kerl am besten verkörper. Das ist natürlich die körperliche Präsenz, die ich habe. Und die Rollen faszinieren mich auch am meisten. Wirklich einen Bösen zu spielen, einen auch vielschichtig Bösen, finde ich eine größere Herausforderung, als einen netten Kerl zu spielen. Weil netter Kerl bin ich. Das fällt mir nicht schwer. Aber wirklich einen Bösen zu spielen, einen Verschlagenen, jemanden, vor dem man sich fürchtet, finde ich, ist eine größere Herausforderung. Und es scheint mir auch am besten zu liegen. Denn das sind auch die Rollen, die ich größtenteils angeboten kriege. Auf jeden Fall im Action-Sektor. Also mein Ziel ist es halt, das deutsche Gesicht des Action-Kinos zu werden, denn wir haben keinen Deutschen in der großen Riege der Action-Darsteller. Nichtsdestoweniger bin ich geboren als Belgier. Meine Mutter ist Deutsche, ich bin in Ibbenbüren aufgewachsen, aber mein Vater ist Belgier. Und wir haben einen sehr, sehr bekannten Action-Darsteller aus Belgien, Jean-Claude Van Damme. Und das ist so eine Sache, die ich unglaublich gerne mal machen würde, sogar ohne Gage, zusammen mit Van Damme vor der Kamera zu spielen. Wirklich die Double Action aus Belgien, da hätte ich großen Spaß dran. Ich bin hier aufgewachsen, Ibbenbüren ist mein Zuhause, ist meine Heimat, ich kenne hier jede Ecke. Ich bin nach 20 Jahren, die ich nicht hier gelebt habe, wieder hergekommen und das Schönste war für mich, dass ich mich sofort wieder auskannte. Es war alles im Großen und Ganzen noch so wie früher. Und das ist das, was mir gefällt, dass egal, wo ich herkomme und egal, was ich gemacht habe, ich komme nach Ibbenbüren und hier kann ich ganz ruhig leben. Hier habe ich meine Eltern, hier habe ich meine Freunde, hier kann ich im Olympia trainieren, kann bei Bäckerei Bendig meine Brötchen kaufen. Hier ist es immer so wie vor 2 Jahren, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren. Hier fühle ich mich zu Hause und hier komme ich zur Ruhe. Wenn ich nach Ibbenbüren komme, dann tanke ich Energie für neue Aufgaben und ich werde auch Ibbenbürener bleiben. Ich habe nicht vor, auszuwandern. Vielleicht arbeite ich ab Mitte des Jahres in den USA, in Hollywood. Aber meine Freizeit, mein Zuhause ist immer Ibbenbüren.